Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Streckenguide. Heute geht's nach Singapur, einer Strecke, die relativ knackig ist. Und wir werden uns heute diese Strecke genauer ansehen, schauen, welche Tücken sie bietet und wie man sie gut meistern kann, so dass man im Rennen gut vorankommt. Wie immer geht es nicht darum, eine möglichst schnelle Runde zu fahren und die als absoluten Weltrekordversuch zu werten, sondern es geht darum, eine Runde zu fahren, die relativ repräsentativ ist, auch im Hinblick auf die reale Ideallinie. Und sich möglichst gut im Rennen daran halten zu können. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Und wenn euch dieses Videoformat gefällt, dann könnt ihr selbstverständlich auch jetzt schon eine Bewertung da lassen. Und beim nächsten Mal sind wir in Monaco. Aber erst geht es hier auf diesen komischen Stadtkurs. Wir beginnen die Runde, indem wir aus den letzten Kurven heraus sehr viel Schwung mit auf die Startzielgerade nehmen. Und dann geht es auch schon auf die erste Kurve zu. Für die Linkskurve solltet ihr kurz vor der Brücke anfangen zu bremsen. Haltet euch dabei natürlich möglichst weit außen, damit ihr die gesamte Streckenbreite nutzt. Und das wird jetzt relativ wichtig, denn ihr könnt links den Curb sehr, sehr stark mitnehmen. Und diese Kurvenkombination, die jetzt folgt, die hat so einen leichten Charakter von einer Schikane. Das bedeutet, die Linkskurve macht an der Stelle jetzt ein wenig zu. Und deswegen solltet ihr auch links versuchen, möglichst weit innen zu sein, damit ihr jetzt euch rechts nicht zu weit raustragen lasst, sondern auch wirklich perfekt auf den Curb kommt und die Streckenbegrenzung möglichst einhaltet. Ihr fahrt rechts dann über den Curb und versucht möglichst gerade dann für die nächste Linkskurve auch anzubremsen und dort fahrt ihr dann möglichst nah ran an den Curb. Das bietet euch eine ziemlich gute Grundlage dafür, relativ früh wieder raus zu beschleunigen und aus der Kurve ziemlich viel Schwung mitzunehmen. Denn jetzt kommt die erste ganz kleine Vollgaspassage. Für die nachfolgende Rechtskurve solltet ihr möglichst weit links sein, denn es ist wichtig, hier sehr viel Schwung mitzunehmen. Ich mag es sogar relativ spät nach links rüber zu lenken, um dann so einen leichten Flick-Effekt zu bekommen. Das heißt, ich kann die Kurve besser fahren, indem ich kurz bevor ich in die Kurve fahre, nochmal nach außen ziehe. Bedeutet, ich lasse mich links nach außen tragen und versuche dadurch einen besseren Run durch die Kurve zu bekommen. Kurz bevor ihr dann auch schon zum Scheitel anfahrt, ihr könnt im Übrigen auch hier wieder den Curb voll mitnehmen, könnt ihr dann schon wieder voll raus beschleunigen. Und hier ist es enorm wichtig, denn ihr solltet sehr viel Schwung mit auf diese lange Gerade mitnehmen. Exakt beim 100-Meter-Schild könnt ihr nun anfangen, für die nächste Kurve anzubremsen. Es ist eine Linkskurve, demnach solltet ihr euch ganz weit rechts halten. Und auch hier wieder, ihr könnt den Curb vorne links komplett mitnehmen mit euren Reifen und lasst euch dadurch nach außen tragen. Auch hier wieder eine Kurve, die ziemlich eng ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da umso weiter links ist, wenn man die Kurve anfährt. Für die nächste Rechtskurve nutze ich hier jetzt nicht die gesamte Streckenbreite, ist allerdings, glaube ich, auch nicht so schlimm und so wichtig. Die Rechtskurve könnt ihr wieder so nehmen wie zuvor. Wieder den Curb voll mitnehmen, euch ganz nach außen tragen lassen und euch für die nächste Kurve vorbereiten. Und auch hier könnt ihr so einen ganz leichten Flick erzielen, dadurch, dass ihr allein schon eine etwas breiter werdende Strecke habt. Allein dadurch lohnt es sich, quasi nach rechts außen anzufahren und dadurch die nächste Linkskurve vorzubereiten. Auch hier wieder könntet ihr recht nah an den Curb ranfahren. Ich lasse hier ein bisschen Platz in dieser Runde. Das kostet mich vielleicht einen Ticken Zeit, aber auch nicht so viel. Denn ihr werdet gleich sehen, ich lasse mich weit raustragen, komme allerdings nur mit einem leichten Gegenlenker nur sehr, sehr nah an die Mauer und fahre nicht in die Mauer, dadurch, dass ich die Kurve nicht ganz optimal gefahren bin. Für den Bremspunkt dieser Linkskurve muss man ein bisschen auf die Streckenbegrenzung achten. Hier gibt es keine klaren Schilder, wobei ich sehe hier gerade das F etwas weiter oben, sondern ich orientiere mich immer daran, wo die Strecke schmäler und wo sie breiter wird, beziehungsweise wie die verschiedenen Leitplanken anfangen und enden. Und kurz bevor diese eine Leitplanke endet und da quasi so eine kleine Auslaufzone für stehenbleibende Fahrzeuge entsteht, da solltet ihr anfangen, quasi auf die Bremse zu steigen, kurz auf die Bremse steigen und dann die Bremse lösen und euch durch die Kurve tragen lassen. Auch hier könnt ihr wieder links den Curb voll mitnehmen, könnt sogar über ihn drüber fahren. Und auch hier ist es enorm wichtig, weil diese Kurve euch tendenziell nach außen tragen will. Und ihr könnt euch auch nach außen tragen lassen, solltet allerdings, wie gesagt, versuchen, möglichst immer auch innen zu sein bei den jeweiligen Kurvenscheiteln und möglichst wenig Untersteuern zu provozieren. Hier habt ihr das schon automatisch, deswegen ihr müsst es nicht noch weiter provozieren. Ihr kommt allerdings hier relativ weit raus
und könnt dann mit dem Gas ein wenig nachhelfen, wieder nach innen zu kommen. Das führt zu so einem ganz leichten Übersteuern und außerdem könnt ihr hier natürlich dadurch auch mehr Tempo durchnehmen. Und hier für die Rechtskurve, da hätte ich auch wieder ein bisschen weiter außen fahren können. Ja, so 1/200 Sekunden waren da sicherlich noch drin. Ich mag diese Passage allerdings nicht, die hat sich zum letzten Jahr, glaube ich, geändert. Und ja, deswegen bin ich hier immer ein bisschen vorsichtiger. Aber auch hier könnt ihr rechts an den Curb bzw. auch über den Curb fahren und lasst euch dann links sehr, sehr weit nach außen tragen. Die Passage hier ist ziemlich gefährlich. Ich lasse sogar ganz kurz das Gas los, lupfe da minimal, bevor es hier dann in die Haarnadelkurve geht. Und da bremst ihr möglichst so an, dass ihr euch rechts reinbremst. Das ist ein sehr, sehr interessanter Bremsweg, der hier entsteht und allgemein ist er relativ hart zu fahren. Ihr seht, ich fahre da rechts ganz, ganz knapp an der Mauer vorbei, aber dadurch könnt ihr euch auch wirklich sehr gut auf die Linkskurve, auf die Haarnadelkurve vorbereiten. Und die Haarnadelkurve fahrt ihr so, wie eigentlich fast alle Haarnadelkurven. Fahrt an den Scheitel ran, fahrt sogar auch hier gerne wieder über den Curb und beschleunigt möglichst früh ab dem Kurvenscheitel wieder raus. Das lässt F1 2017 nämlich vollkommen zu. Ihr fahrt ganz kurz über die Brücke, auf der könnt ihr minimal verschnaufen. Dann geht es allerdings auch schon in die nächste ziemlich heikle Situation. Ungefähr beim 100-Meter-Schild wird jetzt für die Rechtskurve angebremst. Ihr könnt auch minimal später als beim 100-Meter-Schild bremsen. Und auch hier wieder rechts über den Curb fahren, aber links solltet ihr definitiv aufpassen, denn wenn ihr euch hier ein bisschen zu weit raustragen lasst, dann kommt ihr in einen relativ dreckigen Bereich. Und auf diesem dreckigen Bereich, da wo diese gelbe gezackte Linie ist, da verliert ihr grundsätzlich sehr viel Traktion und das kann zu viel Zeitverlust führen. Dann geht es auch schon in die nächsten Kurven des dritten Sektors in ein sehr schönes Kurvengeschlängel. Hier haben wir wieder einen Bremsweg, der euch nicht unbedingt so willkommen heißt, denn ihr müsst wieder in einen Bogen hineinbremsen. Bremst euch also vorsichtig nach links lenkend in die Kurve rein. Dabei haltet ihr das Auto möglichst weit außen, um die Rechtskurve möglichst gut hinzubekommen. Rechts wieder über den Curb fahren, ihr könnt auch über die gelben Bereiche fahren, das ist kein großes Problem. Und jetzt solltet ihr wieder ein bisschen anfangen Gas zu geben, hier baut ihr das Gas nach und nach auf. Und die Linkskurve, die könnt ihr mit ein bisschen Gaskontrolle dann ziemlich gut erwischen. Und ihr solltet beim Ausgang anpeilen, dahin zu kommen, wo die Strecke breiter wird, indem da eine Leitplanke aufhört. Ihr werdet das gleich sehen beim Kurvenausgang. Für die nachfolgende Linkskurve gibt es keinen so klaren Punkt, an dem man sich wirklich orientieren kann. Das ist ein bisschen Gefühlssache. Ihr bremst ab und fahrt links erneut komplett über den Curb. Das könnt ihr in Singapur in wirklich fast jeder Kurve machen. Wichtig ist hier der Richtungswechsel, denn ihr lasst euch zum einen weit nach außen tragen, fahrt dann allerdings relativ in die Mitte, solltet dann mittig für die Rechtskurve anfahren. Und auch hier könnt ihr wieder den Curb voll mitnehmen und da könnt ihr auch wirklich innen über die orangenen bzw. gelben Bereiche drüber brettern. Auch für die nachfolgende Rechts-Links-Schikane gilt, ihr könnt die Curbs voll mitnehmen und auch hier könnt ihr mit der korrekten Gasdosierung aus der Linkskurve möglichst viel Tempo wieder rausholen. Nun geht es auf die letzte Kurve zu, beziehungsweise auf die letzten zwei Kurven. Da müsst ihr ganz kurz beim 50-Meter-Schild das Gas kurz loslassen, kurz lupfen und dann könnt ihr wieder voll draufsteigen und könnt da Vollgas durchfahren. Das hängt natürlich vom Auto ab, von euren Flügeleinstellungen. Ich fahre hier mit 11-11, aber es ist auf jeden Fall möglich, hier sehr viel Schwung mit aus der Kurve hinauszunehmen. Und das war eine schnelle Runde in Singapur. Ja Leute, wenn euch dieser Guide weitergeholfen hat und gefallen hat, dann könnt ihr selbstverständlich das Video mit einem Däumchen nach oben bewerten und dadurch auch diese Videoreihe etwas weiter unterstützen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten und hoffe, dass es euch wirklich weiterhilft. Seid auch gerne beim nächsten Mal dabei, dann geht es nämlich nach Monaco und ich glaube, das wird ebenfalls sehr, sehr spannend. Nächste Woche geht es dann auf den nächsten Startkurs und jetzt kommt nochmal die gesamte Runde ungeschnitten und ohne irgendwelche Slow-Mos. Viel Spaß!